Wenn du das Feuer nicht hast, Feuer hinterm Arsch, den Drive, einfach was zu tun, dann wird das nichts. Das wird nichts. Wenn du nicht das Feuer hast, und ich sehe das halt sehr oft bei so wohlstandsverwahrlosten Kindern, wo halt Papi und Mami sehr viel Geld haben, die haben einfach keinen Drive. Ich habe noch nie einen wohlhabenden Selbst-Business-Typen gesehen von einer reichen Familie. Also ich, vielleicht du, aber. Hi Leute, willkommen zum Business Talk der Investment Punk Academy. Heute habe ich zu Gast den Nico Rieger. Der Nico Rieger ist erfolgreicher Digitalunternehmer und hat es geschafft, was wenige schaffen, nämlich vom Schulabbrecher zum Agenturchef. Willst du aber gleich lernen, wie das da dazu gekommen ist? Ja, wie du so vom in der Schule war ja nicht so deins, wie du es dann trotzdem zum erfolgreichen Unternehmer geschafft hast. Erzähl mal ein bisschen deine Geschichte. Ja, also ich war nie sonderlich gut in der Schule. Ich konnte nie richtig aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich ADHS habe, keine Ahnung, aber ich konnte nie irgendwie einen Gedankenstrang halten. Speziell bei uninteressanten Themen, die halt für mich in der Schule waren. Ich war schon immer ein Kreativer. Und aus dem Grund habe ich zweimal Schule gewechselt. Ich wurde sogar einmal aus einer Schule geschmissen, weil ich neben meiner schlechten Leistung auch noch, wie man so schön in Österreich sagt, ein bisschen ein, wie sagt man, Frechdachs oder ein bisschen Ungurt war. Ja? Also schon mal die allerbesten Voraussetzungen, Unternehmer zu werden. Die allerbesten Voraussetzungen. Also ich war nicht beliebt, betragen, immer nicht genügend gehabt. Also so halt. Aber ich wollte immer mein eigenes Ding machen. Ich hatte auch große Probleme mit Autoritäten schon immer, aus dem Grund, dass nicht zufriedenstellend im Betragen. Und habe probiert, alles zu tun, um irgendwie erfolgreich zu werden. Am Anfang habe ich mir im Kopf gesetzt, ich bin jetzt 31 Jahre alt, habe ich mir gedacht, okay, da hat es für diesen Film gegeben, Wall Street und diese ganzen Filme. Ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie so Aktienbroker werden oder sowas. Und habe dann bei der Wiener Börse den Aktien- und Anleihen-Terminkurs belegt, um Broker zu werden. Dann habe ich auch ganz kurz bei der RZB im Treasury gearbeitet, wo ich nach 2 Stunden dort dann einfach aus der Tür gegangen bin, weil mich das überhaupt nicht interessiert hat. Also so halt. Und habe als Immobilienmakler ganz kurz einmal gearbeitet, bis ich einmal dann was anderes gefunden habe. Aber das ist so mal die grobe Laufbahn. Wie ist es, sagen wir so, bist du dann ins Agenturgeschäft oder ins digitale Geschäft gekommen? Wenn du jetzt sagst, du warst Immobilienmakler, du warst im Banking, das hat einmal ganz wenig mit sowas zu tun. Ja, also ich wollte schon immer mein eigenes Geld verdienen. Wie gesagt, ich bin dann aus der Schule geflogen, musste meine Matura, oder ich habe beschlossen, sie danach zu machen, weil ich halt Geld verdienen musste. Und ohne Matura ist halt heutzutage schwer, also das habe sogar ich eingesehen als Sturschädel. Ja. Habe dann in einer Trafik gearbeitet nebenbei, also um Geld zu verdienen, habe dann die Matura nachgemacht, habe dann gesagt, jetzt studiere ich, habe dann halt fast den Bachelor fertig gemacht, trotzdem Betriebswirtschaft, was eine totale Zeitverschwendung war, meiner Meinung nach. Und dann war ich auch Tennistrainer, aber ich musste mal Geld verdienen. Und dann war ich schon 25, würde ich sagen. Und Hotelmama war halt dann natürlich aus. Und die Mama hat halt auch gesagt, jetzt Bur, jetzt tu mal was, das gibt's ja nicht. Und ich musste mal einen Job finden, einen gescheiten, weil nur in der Trafik arbeiten und als Tennistrainer schwarz Geld verdienen, das bringt halt nichts, da kann man halt nicht sich ernähren. Dann habe ich mich halt beworben bei Banken, bei Versicherungen, bei Agenturen. Ich habe schon immer gewusst, ich bin ein bisschen kreativ. Und ich habe mich bei gefühlt 100 Agenturen beworben. Jede Kreativagentur, jede Marketingagentur, die man in Österreich kennt, sogar in Salzburg bin ich teilweise hingefahren mit dem Zug. Eine Absage nach der anderen. Bis eine Agentur gesagt hat, dich nehmen wir. Und so bin ich dann in die größte Werbeagentur eigentlich der Welt durch Zufall reingekommen. Was glaubst du war der Grund, wieso die gesagt haben, wir nehmen dich? Das ist auch eine lustige Geschichte. Unser Gesellschafter, der Magister Thomas Urban, der ist bei uns jetzt mit 15% beteiligt, der war mein Chef in der alten Agentur. Und der hat halt meinen Lebenslauf gesehen, der halt nicht sonderlich charmant war für eine HR-Abteilung. Ja, also Trafik einmal 2 Monate, dann bei der Raiffeisenbank halt original 2 Stunden halt. Das ist halt nicht so schön, ja, für eine HR-Abteilung. Und die haben halt dann gesagt, um Gottes Willen, den Rieger, den bitte um ganz Red Flag, den bitte nicht. Und der Magister Thomas Urban, der halt mein Chef war in der Agentur, der war halt auch beim Bewerbungsgespräch und der hat gesagt, na, der Typ ist total crazy, der versteht das mit Marketing und Kommunikation, probieren wir es bei dem. Also der hat in mich vertraut und ja, so bin ich da reingekommen. Und wie war das dann in der Agentur zu arbeiten, noch dazu für einen großen internationalen Konzern?
Also ich, also noch Vorgeschichte, während dem Studium habe ich schon einmal probiert, selbstständig zu sein. Ich hatte so einen Webshop für Nahrungsergänzungsmittel und habe halt hier schon mein Marketing-Knowledge aufgebaut, ungefähr so 1-2 Jahre. Was ich halt in diese Agentur mitgebracht habe, der Thomas hat gesehen, okay, der versteht Marketing, weil er selbst für sich selbst gemacht hat. Und ich war halt ehrfürchtig. Ich bin halt reingekommen, die größte Werbeagentur der Welt. Und am ersten Tag habe ich gleich alle Werbeaccounts freigeschalten bekommen für Coca-Cola, für Mars, für die größten Konzerne, die man sich vorstellen kann. Und habe gedacht, boah, ich habe es geschafft. Ich verdiene meine 3000 Euro brutto, ich bin in der größten Agentur der Welt. Tolle Sache, Nico, super gemacht. Bis ich halt gecheckt habe, dass halt erstens, es interessiert keinen dort. Alle sind halt, jetzt nicht jetzt gegen alt, aber alle sind halt irgendwie 55 Jahre gefühlt, leben noch im Print und sagen, wir müssen TV-Werbung schalten und keine Ahnung was. Und bin halt total unzufrieden geworden. Und ich bin halt in Meetings dort gesessen, die präsentieren ihre Marketingpläne nicht. Und immer mehr habe ich halt gecheckt irgendwie, dass das eine komplette Katastrophe ist. Und nach einem Monat war ich schon total unzufrieden dort. Aber wie lange warst du dann am Ende dort? Ein Jahr. Ein Jahr. Ja. Du bist ja dann zu einer weiteren Agentur gegangen, glaube ich, und hast ja dann begonnen, auch nebenbei dein eigenes Business aufzubauen. Ist das richtig? Ja, also ich habe einen guten Freund, der Florian Filis, und wir haben gesagt, schau her, weil früher in dieser Nahrungsergänzungssache, die ich probiert habe, bin ich draufgekommen, Leute verstehen unser Angebot nicht. Und ich habe halt nach irgendeinem Kommunikationstool gesucht und ich bin irgendwie auf das Thema Erklärvideo gestoßen. Das ist so ein animierter Zeichentrickfilm. Die Anbieter damals waren wahnsinnig teuer, zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und wie gesagt, ich war schon immer kreativ und habe mir gedacht, ich probiere das einmal selbst und habe halt einmal so ein Erklärvideo selbst für dieses Angebot von uns erstellt. Und dieses Thema ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Und ich habe dem Flo gesagt, schau her, Flo, ich bin jetzt in der Agentur, ich muss mal Geld verdienen, ich muss meine Miete zahlen, ich muss mein Essen bezahlen. Aber wenn das funktioniert, dann kündige ich meinen Job und wir probieren das fulltime. Und es hat halt ein Jahr gedauert, bis das Ding angesprungen ist. Also ich habe halt Vollzeit 40 Stunden gearbeitet in der Agentur. Danach um 18 Uhr nach Hause bis gefühlt Mitternacht weitergehackelt und Webseiten aufgebaut, Landingpages, Kunden, cold gecallt, also alles, was halt dazugehört. Bis ich nach einem Jahr halt den da gemacht habe, den du auch gern machst. Und habe gesagt, fuck you, ich kündige und habe halt auch Geld beiseite gelegt, dass ich halt auch für ein Jahr mich halt ernähren können. Also ich habe auch kein Gehalt ausgezahlt ein Jahr. Hat der Arbeitsvertrag bei der Agentur erlaubt, solche Dinge zu machen, oder war das eher so? Also wir waren ja eine Agentur spezialisiert auf animierte Erklärvideos. Ja. Das andere war eine Media-Agentur, wo wir halt die Werbung geschaltet haben. Und es war, wäre wahrscheinlich, also wenn die das jetzt hören, wären sie wahrscheinlich ein bisschen erbost, aber wir hätten noch nicht reingepfuscht, weil wir haben keine Facebook-Kampagne oder so gemacht. Aber das heißt, du hast am Anfang richtig Zeit reingesteckt, extrem sparsam gelebt. So. Extrem sparsam. Auch keine Freunde getroffen. Freundin habe ich wahrscheinlich deshalb auch verloren. Beziehung, weiß jetzt nicht, ob das so gescheit war im Nachhinein, aber ich habe halt alles aufgegeben, im Jahr 100 Bücher gelesen und das halt für 5 Jahre halt straight eigentlich. Also ich habe... Und wie hat sich daher deine Agentur entwickelt? Das wird ja auch ein ordentlicher Kampf gewesen sein am Anfang. Als Erste haben wir in meiner Wohnung, damals habe ich noch im 16. gewohnt. Jetzt habe ich das Privileg, jetzt wohne ich halt im 1. Und im 16. bin ich halt gesessen und habe halt auf der Couch halt einmal die Leute mal cold gecallt und habe gesagt, hallo, ich bin der Nico und brauche so ein Erklärvideo. Wir haben mit 5.000 Euro angefangen. Der CPC, also der Klick auf Google, war so ein Erklärvideo. Das Keyword kostet zwischen 20 und 30 Euro. Das heißt, wir hatten noch ein sehr limitiertes Budget, um hier Anzeigen zu schalten. Und wir haben es halt geschafft, in einer großen, großen konkurrierenden Branche halt durch aggressives Marketing, aggressive Sales hier einen Kundenstock aufzubauen. Aber es war nicht einfach. Und was waren so dann die defining Moments, wie ihr gesehen habt, das Ganze funktioniert? Was waren so die wichtigsten Moments, die dazu geführt haben, dass eure Sache zum Erfolg gekommen ist und nicht untergegangen ist? Die wichtigsten Momente? Ja. Ein großer, wichtiger Punkt war definitiv, dass dann nach einem halben Jahr sich eben mein alter Chef eingeklinkt hat und gesagt hat, hey, Burschen, das ist geil, was ihr macht, ich möchte mich da beteiligen. Und der Thomas ist halt der Google-Gott. Also der kennt sich wahnsinnig gut in SEO aus, in SEA. Und ich bin jetzt im Star-Wars-Jargon, also sein Padawan sozusagen. Und der droppt halt das ganze Knowledge auf mich. Und der hat es halt wirklich geschafft, dass wir innerhalb von einem Jahr in SEA
so wahnsinnig ROI-positiv waren und auch jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel das Keyword-Erklärvideo eingibt, halt auf der ersten Google-Seite mit 2, 3 Beiträgen sind. Also das war mal ein Key-Moment. Und dann definitiv die Customer Retention, dass halt Kunden happy waren und dann immer wieder kommen, dann immer größere Kunden. Wir haben mittlerweile Kunden wie Siemens, BMW, Microsoft und die haben halt Geld. Und wenn wir denen sagen, hey, das kostet jetzt so und so viel, dann ist das halt was anderes, als wenn der kleine Zahnarzt sagt, er muss 5.000 Euro für ein Video zahlen. Und was kostet ein Erklärvideo bei euch? Kommt drauf an. Also wir bieten für Startups auch so für 2.500 an oder wenn man was Gescheites will, dann so 5.000 Euro. Und wie viele Partner hast du in der Firma oder wie viele Leute sind beteiligt? Wir sind 3 Gesellschafter. Ich, der Flo und mein alter Chef, der Thomas. Ja. Und habt ihr auch einen guten Gesellschaftervertrag oder habt ihr euch als Gesellschafter auch schon mal gestritten? No comment. Okay. Ja, aber offensichtlich... Nein, wir verstehen uns alle, aber trotzdem no comment. Ja, das kann ich verstehen, aber es ist klar, ihr seid offensichtlich, versteht euch so gut oder streitet euch so gut, dass ihr das Ganze zu einem großen Erfolg gemacht habt. Wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt inklusive Freelancern und wie viele seid ihr da ungefähr? Mit den ganzen Externen würde ich sagen, wir sind 20 Personen, die im Dauereinsatz sind. Ja. Und was ist jetzt so das Ziel, was du aus deiner Firma machen willst? Also das Ziel ist es, also wir sind im Dachraum tätig. Wie viel Prozent Österreich, wie viel Prozent Deutschland? Deutschland war noch interessanterweise voriges Jahr fast 60%. Jetzt sind aber die Kosten auf Google derartig explodiert, dass wir das Ganze jetzt auf Österreich limitiert haben, zumindest die Google-Anzeigen, aber die Facebook-Anzeigen im Dach schalten, weil Facebook ist billiger. Das Ziel des Unternehmens ist, das ganze Ding international zu machen, weil meiner Meinung nach dieses Thema, was wir haben, ist noch ein großer Underdog. Es ist für mich so wie vor 10 Jahren Webseite, wo alle das Thema, ich brauche keine Webseite, ich habe ja noch mein Telefon und meine Visitenkarte. Und heute ist halt das Thema Kommunikation. Und ich sage das immer mit einem sehr trivialen Beispiel. Also es gibt Unternehmen A, Unternehmen B. Unternehmen A hat nur viel Text auf der Webseite. Unternehmen B hat ein Erklärvideo, das innerhalb von 60 bis 90 Sekunden eben das Angebot erklärt. Na, wo wird der potenzielle Interessent auf der Webseite kaufen? Wahrscheinlich, wenn es gut erklärt ist, auf der Seite, wo er schnell die Infos hat und nicht auf der Seite, wo er sich 132 Seiten Produktkatalog durchlesen muss. Und das verstehen noch nicht so viele Leute, das ist noch ein neues Thema. Und dadurch, dass das Konzept von uns halt im Dachraum funktioniert, bin ich mir ganz sicher, dass das auch international funktioniert. Und das Suchvolumen ist international da. Und plant ihr das Ganze aus eigenem Cashflow zu machen oder wollt ihr da einen Investor reinnehmen? Also wir planen es mit eigenen, wir haben 0% Fremdkapital, wir probieren es mit eigenen, aber wenn wir natürlich Fremdkapital hätten, dann würde es schneller gehen, aber es ist halt, dann weißt du, da gibt es Komplikationen, dann kommen irgendwelche Leute, die wollen dann im Vertrag irgendwelche Sachen haben. Und also ihr habt das bis jetzt mit eigenem Geld aufgebaut, keine externen Investoren, null. Keine Bankschulden, nein, nix. Auch keine Förderungen, nein. Einfach nur umgesetzt und gemacht. So ist es. Und so soll es auch in Zukunft bleiben. Ist das Ziel, aber wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, da hast du 5 Millionen, 0%, Zinsen, was? Ja, das wird nicht spielen. Dann sage ich, komm. Das wird selbst in Zeiten von Negativzinsen noch nicht spielen. Ja, aber es ist ein interessantes Thema und ich bin mir sehr sicher, dass das noch sehr, sehr groß wird. Was würdest du eigentlich jemandem empfehlen, wenn er jetzt sagt, er will ins digitale Geschäft einsteigen? Weil das ist ja auch eines, was ich immer lehre, dass dort die Zukunft ist, dass dort die wirtschaftliche Action losgeht. Also die Transformation der gesamten Wirtschaft basiert jetzt in atemberaubender Geschwindigkeit. Ja, ja, ja. Und was würde es jetzt jemand raten, der in diesen Bereich einsteigen will? Wo soll sich der positionieren? Was soll er machen? Wie kann er sein eigenes Unternehmen aufbauen? Was braucht er für Eigenschaften? Was würdest du ihm raten? Investment Punk Academy Membership. Nein, auch natürlich. Aber also was ich einmal raten würde, ist generell nicht selbstständig werden, wenn es einfach noch nicht geht. Von mir aus arbeite Teilzeit, Vollzeit, verdiene dann Geld und probiere nebenbei dein Business aufzubauen. Und Business aufzubauen ist halt, wie du richtig sagst, mit digitalen Werkzeugen. Und zu digitalen Werkzeugen gehört einmal dazu Google. Wenn du Google verstehst, und ich rede jetzt einmal nicht von SEO, das ist schon komplex, aber wenn du zumindest SEA verstehst, also wie du Geld in Google steckst, damit du auf der ersten oder von mir aus zweiten Position bist, wenn du das verstanden hast, dann bist du in der Lage, sehr viel Geld zu machen. Das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, insofern ein Suchvolumen besteht. Wenn du ein Produkt hast, wo keine Person da noch sucht,
dann bringt es natürlich nichts. Dann ist Facebook wieder besser. Dann ist Facebook besser. Facebook-Ads ist das nächste wichtige Thema. Bei Facebook-Ads kannst du halt ein Thema an Personen halt näher bringen, die noch gar nicht von ihrem Glück wissen und mit Werbung dann halt so penetrieren die ganze Zeit, dass sie im Endeffekt, wie im Film Wolf of Wall Street, einfach kaufen müssen. Weil du penetrierst sie mit Werbung. Du penetrierst mich die ganze Zeit. Ich sehe dich am Tag 10 Mal, sogar auf Tinder. Ich bin Single übrigens. Ja? Ich sehe dich auf Tinder sogar. Ich sehe dich überall in deinen Werbungen. Ja, das ist gut. Ja, irgendwann kaufen die Leute. Und irgendwann kaufen die Leute, weil sie einfach sagen, jetzt, dieser Trottel, da rufe ich jetzt einfach an. Und wie schaut es aus mit Programmierkenntnissen, Data Science und all diesen Sachen? Also ich habe mich auch damit beschäftigt, dass ich kann die Basics von Front- und Backend, aber nicht aus dem Grund, weil es mich interessiert, dafür bin ich zu blöd, sondern einfach damit ich mit den intelligenten Leuten, die die Programmierer sind und diverse Arbeiten auf der Webseite von uns machen oder auch die Google, Pixels, Tag Manager, das ganze Zeugs machen, dass ich mit denen kommunizieren kann. Wie zum Beispiel mit Heinz Duschanek, den du kennst. Ja. Ja? Der redet in einem Jargon, das ist für mich wie Spanisch, aber ich kann zumindest mit ihm so kommunizieren, dass er nicht glaubt, ich bin komplett deppert. Und das ist schon wichtig, dass du ein bisschen eine Kompetenz hast in jedem Thema. Und welche weiteren Dinge brauchst du noch? Also was sind so persönliche Eigenschaften, sonstige Dinge, die du brauchst, dass das Unternehmer dann erfolgreich ist? Feuer. Wenn du das Feuer nicht hast, Feuer hinterm Arsch, den Drive, einfach was zu tun, dann wird das nichts. Das wird nichts. Wenn du nicht das Feuer hast, und ich sehe das halt sehr oft bei so wohlstandsverwahrlosten Kindern, wo halt Papi und Mami sehr viel Geld haben, die haben einfach keinen Drive. Ich habe noch nie einen wohlhabenden Selbst-Business-Typen gesehen von einer reichen Familie. Also ich, vielleicht du, aber... Also ich kenne schon welche, die das dem Papa beweisen wollen. Aber das ist was anderes. Sowas die wollen dem Papa beweisen, aber die haben auch ein Feuer. Ja, der hat auch ein Feuer. Aber den meisten fehlt halt dann das Feuer irgendwie. Und wenn du nicht das Feuer hast, dass du ganz genau weißt, was du willst, egal, sag mal, du möchtest reich werden, auch wenn es trivial ist, aber sag, du möchtest reich werden. Wenn du nicht das Feuer hast, um zu sagen, okay, ich hackle jetzt 100 Stunden die Woche, bin knapp vor der Panikattacke jeden Tag, ess nur Nudelsuppe um 30 Cent vom Spar, vom SBG. Wenn du das nicht hast und sagst, okay, ich möchte lieber das Geld dann in teure Uhren, die es dir nicht leisten kannst, oder vielleicht auf Raten bezahlst oder keine Ahnung, also solche depperten Sachen halt, weißt du? Jetzt habe ich eine schöne Uhr, aber halt, weil ich dafür hackel. Und die Leute verstehen nicht, meiner Meinung nach, dass sie es erst einmal alles fallen lassen. Ich habe mein Auto verkauft, ich habe alles verkauft, weil ich gewusst habe, ich muss Gas geben. Und das, die Leute verstehen nicht, dass sie einmal 3 Jahre sich eingraben müssen oder wie lange es auch immer dauert. Ja. Eingraben, hackeln. Das ist immer dasselbe. Ich habe ja auch gesagt, ein 40-Stunden-Job ist ein Teilzeitjob. Es ist ein Teilzeitjob. Und da gibt es immer die bösen Kommentare, was auch immer. Ich muss das Leben genießen, ich muss mich selbst finden und so weiter. Nein, aber nix. Selbstfindung ist nichts für Unternehmer. Selbstfindung kannst du dich mit 60. Ja. Fahrst nach Brasilien, machst einen Ayahuasca-Trip und dann hast du dich selbst gefunden. Ja, weil du schon viele, viele Millionen am Konto hast. Ja, dann kannst du deppert sein mit 60 oder keine Ahnung. Und mit der First Class dann nach Rio fliegst. Ja, dann mit Private Jet. Da kannst du halt dann auszucken. Aber was soll ein 25-Jähriger auszucken? Wofür? Ja. Das heißt, Gas geben, arbeiten und dann was aufbauen. Und dann geht's. Und selbst wenn man Schulabbrecher ist, selbst wenn man nicht den traditionellen Weg geht, ja. Der Nico ist ein Beispiel, was alles möglich ist. Ja. Also wenn das meine Lehrer sehen, fuck you. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort, passend zur Investment Punk Academy. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Viel Erfolg. Und ich hoffe, es hat einige von euch motiviert, ein Unternehmen zu gründen. Entweder neben einem Job oder gleich Fulltime. Aber es bedeutet eines, hart arbeiten und Gas geben.